So Leute, da sind wir wieder zurück bei ja, Gothic mit falschen Lichttexturen. So, Palan, hast du mir noch was zu sagen? Niemand darf gegen die göttliche Ordnung Müde. verstoßen. Ja, wird er schon. Gut, wir waren letztes Mal hier stehen geblieben und wollten, soweit ich weiß, schon auf zum Schiff, oder? Ingmar. Wer ist Ingmar? Ich weiß es nicht. Aber okay, wir gehen erstmal hier Den raus. kennst du ja schon. So, und gehen erst nochmal vorne zu dem guten Inos-Schrein. Du. Lange nicht mehr lang gegangen hier. So, allerdings sind wir da wirklich langsam aufbruchsbereit, möchte ich behaupten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob unsere Stärke ausreicht. Wie gesagt, da habe ich noch so meine Sorgen, aber generell, allgemein würde ich sagen, wir haben schon Ohrkrieger. Orkischer Kriegsherr. Da ist wieder eins von diesen Lässt Drecksfiguren. du den wohl in Ruhe? Ein Mist viel weniger. Meine Güte, ey. Dem ging es aber auch schon mal besser. Sind selbst hier orkische Kriegsherren? Okay. Hey. Was sagst du dazu? Doch, er will, dass ich seine Tränke kaufe. Boah, das waren aber jetzt viele. Aber okay, hat der irgendwas mit. Da, Dämon beschwören. Die nehmen wir mit. Ende. Möge Innos. Ja, macht er schon. Ich habe dir gerade das Leben gerettet. Gut, gehen wir mal mit Bogen weiter. Da nehme ich noch einen. Die Orks werden mutiger. Sie gehen jetzt schon bis zum Klinos. Klinos. Bis zum Innos-Kloster, also gruselig. Direkt vorm Innos-Kloster, ich glaube, es geht los. Mann, oh Mann, oh Mann. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Aber okay. Geht auch wieder gut auf die Erfahrung. Bauer. Du Bauer. Okay. Gut. Rein hier. Orlan. Bier mitgehen lassen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Klar. Bruder des Rings. Zu nett von dem, mich so zu nennen. So, indem wir den ganzen Pull verkaufen. Oh. Armbrust, Langbogen. Das will doch keiner wissen. Kann einer weg. Das ist doch alles nur Gerede. Die Armbrüste können auch weg. Die Kriegsarmbrust kann auch weg. Die brauchen wir auch nicht mehr. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Was haben wir hier noch? Er stellt sich das immer so einfach. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Wie sieht es eigentlich mit den Heiltränken aus? Die unten die Trophäen verkaufen auch mal. Die Ringe. Er hat auf die falschen Leute gehört. Schwarze Perle, Aquamarin, Wolfsfell, Zähne. Ist doch wahr. Er hat auf die falschen Leute gehört. Und glaubt er nicht, dass Lörkerhaut. das alles ist. Krallen. Von mir erfährt keiner was. Trollfell, Wargfell. Ist doch Okay. wahr. So soll es so soll's reichen. Das wundert mich. So. Hoch. Und nochmal eine Runde schlafen. Gut. Oh. Ja, allerdings muss ich wirklich mal sagen, die Suchenden sind ja kaum noch vorhanden, oder?
denn Ewigkeit, als wir das letzte Mal Suchenden gesehen haben. Ich weiß es nicht genau, sollen wir uns um die orkischen Krieger überhaupt noch kümmern, die Kriegsherren, oder sollen wir jetzt wirklich aufbrechen? Ich bin mir gerade unsicher. Eigentlich ist nämlich beides relativ gut für uns möglich. Deshalb, wir haben nämlich auch schon unsere Armee, unsere Bordbesatzung zusammen, daher weiß ich nicht. Ork-Krieger. Ja, okay. Hier haben wir nochmal ein paar Ork-Krieger. Die nehmen wir noch mit. Und da ist auch ein orkischer Kriegsherr. Die ist einfach hier überall. Also die muss man gar nicht großartig suchen. So viel weiß ich schon mal. Schwere Ork-Axt. Sehr schön. So. Stehst du alleine da? Nicht gut für dich aus. Brutale Ork-Axt. Trank. Goldener Ring. Sein Ring. Und so weiter. Ach, da sind sicherlich auch da welche. Gehen wir mal von hier aus zur Brücke. Da sind sicherlich auch auf dem Weg ein paar Orks. Und dann gehen wir aber auch langsam Richtung Boot, weil, ja, weiß nicht. Ich fühle mich ehrlich gesagt bereit dafür, für die Hallen von Erdorath. Heiltränke müsste eigentlich jetzt verdammt viele haben. 123, 88, 51, also das müsste eigentlich ausreichen. Wir können uns in der Stadt nochmal umschauen, ob wir da noch ein paar Heiltränke bekommen. Ansonsten müsste das eigentlich allemal reichen. Hoffe ich einfach mal, vermute ich mal. Im Notfall haben wir immer noch ein paar Pflanzen, die uns heilen. Daher schätze ich mal, von der Heilung her müssten wir auskommen. Schaden machen wir auch gut. Lernpunkte haben wir noch 30 Stück, die wir noch in die Bogenfertigkeit investieren werden. Daher mache ich mir da eigentlich auch relativ wenig Sorgen. Jo. Wusste ich doch, dass hier welche sind. Ah, die sind auch relativ viele, oder? Nur einer? Nichts zu holen. Okay, nichts zu holen, sagt er. Warum war da jetzt nur ein Ork-Krieger? Ork-Krieger. Ork-Krieger. Ah ja, da sind die richtigen. War nur so ein kleiner Außenposten, der eine. Ey. Nicht alle. Nicht alle. Zwei Ork-Krieger, das müsste eigentlich kein großes Problem sein. Okay. Wie viel sind jetzt noch? Ein Ork-Krieger und der Kriegsherr? Das müsste eigentlich zu machen sein für uns. Unsere Lebensenergie ist ja auch nicht so gering, dass das ein großes Problem darstellen müsste. Dürfte, sollte, whatever. Okay, wie gesagt, geschenkte Erfahrung eigentlich. Relativ geschenkte Erfahrung. Allzu stark sind die Orks nämlich nicht. Okay. Schwere Ork-Axt. Nichts zu holen. Ist der Dritte auch welche? Really? Hört sich so an, als wären hier unten drunter auch welche. Yo, da! Tatsache, warum sind unten drunter auch Orks? Da! Was soll der Mist, ey? Orks ohne Ende, oder was? Also, die Orks haben es
Die Orks sind über den Pass nach Korinnes gekommen. Ey, Ork. Ork, was läuft bei dir schief? Muss man das verstehen? Ich glaube, nein. Ja. Aber der Erfahrung tut's natürlich ganz gut. Bald sind schon wieder nur 10.000 und ein paar Gequetschte. Also geht relativ schnell mit den ganzen Ork-Kriegern. Ich hoffe einfach mal, dass wir die Hallen von Ur-Dorad mit Bravour schaffen. Und dass daraus kein 0815 Weglaufschlag fast Sterbwettbewerb wird. Das wäre nämlich arg ärgerlich, wenn wir dann nur mit Glück durchkommen. Ich bleibe mal zuversichtlich. Really? Heftig. Richtig, richtig viele. So in Massen habe ich mir die aber nicht vorgestellt. Ich dachte, da wären vielleicht nur 6, 7 so in der Nähe von der Stadt, aber... Okay. Schick, schick, aber trotzdem möchte ich gerne langsam zur Stadt kommen, ohne noch auf Milliarden von Orks zu treffen. Hier im Waldstück sind bestimmt auch noch ein paar, oder? Würde ich einfach so mal vermuten. Nö. Hier ist gar nichts, hier ist alles friedlich. Gut. Dann sind wir ja schon wieder in der Stadt. Sehr schön. Einmal ein bisschen durchs Land gelaufen. Ein bisschen Erfahrung gesammelt. Okay, rein da. Schauen wir nochmal nach Tränken. Ein bisschen müssten wir noch zu bekommen sein. Bei Zuris zumindest. Das soll ja erstmal reichen, wenn er noch ein paar Tränke hat. Das weiß doch inzwischen jeder. So. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Das habe ich schon immer gesagt. Unwetter. Gut. Sollen wir es so lassen? Ich meine, jetzt haben wir noch mehr Tränke. Jetzt haben wir 724, 193, 87. Das sollte eigentlich ausreichen. Wir gehen jetzt nochmal zu Lothargen, bringen noch die übrigen Ringe. Da kriegen wir nochmal vielleicht so 1000 Erfahrungspunkte für. Danke. Und dann war es das hier aber auch. Dann würde ich einfach mal behaupten, werden wir es im nächsten Video versuchen, nach Ur-Dorad zu gelangen und dort halbwegs Fuß zu fassen. Wenn das alles gut klappt, haben wir ja dann endgültig den Sprung geschafft für das finale Level. Die Hallen von Ur-Dorad sind nämlich das große Finale von Gothic, wie ich finde, episch gemacht. Nicht nur so ein Endgegner, sondern wirklich die ganzen Hallen von Ur-Dorad sind das Finale. Aber okay, erstmal Lothargen. Ich habe noch etwas über die Heerführer der Orks zu berichten. Kennen wir ja alles schon. Ich bin stolz. Es dürft hier. Danke. 600 Goldmünzen. Schick, schick. Da geht jemand. Okay. Ja. Wir können jetzt natürlich auch noch weiter ein paar von den Viechern jagen, aber das sparen wir uns einfach mal. Wir teleportieren uns zum Hafen. Ist zwar hier direkt um die Ecke, aber... Okay, spart nachher auch Zeit. Und gehen schon mal hier um die Ecke. Und dann machen wir im nächsten Video da weiter und werden uns dann da ein bisschen auf das Schiff bewegen und mal schauen, wie wir an das Schiff kommen. Momentan ist ja noch ungewiss, ob wir das Schiff überhaupt erhalten, denn Lothargen hat ja gesagt, wir dürfen es nicht, aber wir wissen, wir müssen es bekommen. Es ist unser einziger Weg, um dem Bösen die Stirn zu bieten. Martin, hast du eigentlich noch was zu sagen? Große Wundheilung, heiliger Pfeil, heiliges Licht in unserer Wundheilung. Böses vertreiben. Böses vernichten. Okay. Nee, danke. Lass mal stecken, Martin. Ritter. Okay, runter hier. Wir gehen nochmal eben hier zum Fischer und berichten ihm von William. Wir haben hier William gefunden, das haben wir immer noch nicht gemacht. Farin? Hey, du, da bist du ja wieder. Hast du was von meinem... Er ist tot. Tja, das hatte ich mir fast gedacht.
Danke, dass du nochmal hierher gekommen bist, um es mir zu erzählen. Ich werde mal in die Kneipe gehen und seinen Anteil am letzten Fang versaufen. Er hätte es so gewollt. Okay. Ja, schön, dass du in die Kneipe gehst, wenn du da stehen bleibst. So, dann sage ich mit diesem Ausblick hier auf unsere Crew, die hoffentlich hier jetzt alle sitzen, sonst bin ich mich jetzt ein bisschen am Verzweifeln. Yo, da sind sie alle. Sind das genug? Wir müssen 5 Stück haben. Wir haben 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Stück. Also das ist doch eine ordentliche Crew, oder Leute? Diego, Bennett, Laris, Gorn, Batras, Laris, Milton, Anga, unser Kapitän und Lee. Das ist doch ordentlich, oder? Mehr können wir da nicht rausholen. Aber ist doch ordentlich, oder? Wir können mal eben schauen. Wir werden das jetzt mal so machen. Einige von euch werden sich jetzt wahrscheinlich die Stirn runzeln, aber wir werden die Goblinbeeren essen, anstatt sie in Tränke zu brauen. Blablabla, ihr wisst, was ich meine. Denn, ja, die Fertigkeit werden wir sowieso nirgendwo mehr erlernen. Jetzt haben wir Geschick 71. Der Bogen braucht Geschick. Lass mich schnell nach. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Der Bogen braucht Geschick 80. Sprich, wir gehen mal eben zu Laris. Geschicklichkeit plus 5. Geschicklichkeit. Verdammt. Ja, plus 5. Du hast schon etwa. Wer kann uns denn bitte die Bogenfertigkeit beibringen? Diego, du? Kümmere dich um die. Nein! Du denkst, ich werde nie jemanden. Komm, wo ist deine Entschlossenheit geblieben, mein Freund? Na klar, so. Boah, ich dachte gerade eben schon. Boah, ich dachte gerade eben schon, wir hätten Diego verloren. Wie es auch mit Laris ist, der wär ja nicht mitgekommen. Ja, jetzt können wir den besten Bogen benutzen, ne? Echten Bogen. Ja. Der optische Unterschied ist wirklich beeindruckend. Naja. Okay, ist ein besserer Bogen. Dann sage ich an dieser Stelle mit Batras, tu den Zauber weg. Dann sage ich an dieser Stelle mal mit Aussicht auf unser Schiff, das wir uns im nächsten Video holen werden. Da stehen allerdings noch ein paar Wachen drauf. Sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Schaltet das nächste Mal wieder ein, dann werden wir uns etwas an das Boot ranwagen. Dann sage ich vielen Dank, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.